Habe ich irgendwas verpasst? Noch nicht. Nein, bis jetzt ist noch nichts passiert. Hey, da sind sie ja. Oh ja, ich kann sie sehen. Hey. Ich sehe sie auch. Ich sehe sogar Petri. Ja, und er macht seine Sache toll. Ich mache toll. Ich schaffe gut in Formation bleiben, so wie ich machen soll. Hey, meine Freunde sehen mir. Huhu, Littlefoot, ich mache dich. Oh, hey, pass doch auf, Petri. Mir tut leid. Oh, mir tut doll leid. Petri, nein. Gehört das zu Ihrer Vorführung? Nein, ich denke nicht. Mir nicht, Herr Stachelschwanz. Hm. Oh. Ja. Oh, kann man nicht mal in Ruhe einen kleinen Snack essen, ohne dass einem ein kleiner Rotzlöffel auf den Kopf fällt? Hallo alle! Das war wohl kleine Bruchlandung, was? Oh, jetzt steckt er wirklich in Schwierigkeiten. Mutti! Aufeier, jetzt kann er was erleben. Ja, ich werde dir alles erzählen. Mama wird mit dir schon du wieder. Ach, Petri, nicht schon wieder. Gehen wir lieber. Großvater? Ja, Littlefoot? Wir haben heute Petri beobachtet, wie er mit seinen Brüdern und Schwestern für den Tag der Flieger geübt hat. Ja, Herr Stachelschwanz hat mir die Geschichte schon erzählt. Warum ist der Tag der Flieger überhaupt so wichtig? Warum macht Petris Familie deswegen so viel Wind? Na ja, Littlefoot, jede Art hat ihre Tradition. So gibt es auf dem Weg vom Jungtier zum Erwachsenen einige besondere Höhepunkte. Und so ist das auch bei den Fliegern. Für sie ist der Tag der Flieger eine Möglichkeit, den Jungen zu zeigen, wie man gemeinsam mit seinem Schwarm fliegt. Damit auch jeder in der Luft seinen Platz kennt. Aber das ist gemein. Petri ist ein guter Flieger. Er hat nur Probleme damit, in einer Gruppe zu fliegen. Besonders mit seinen Brüdern und Schwestern. Ich glaube, sie machen ihn nervös. Ich bin mir ganz sicher, dass Petri das hinkriegt. Petri, das kriegst du nie hin. Ja, weil du nicht aufpasst. Du flatterst zum falschen Zeitpunkt mit den Flügeln. Du fliegst hoch, wenn wir runterfliegen, und du fliegst runter, wenn wir hochfliegen. Du bist ein hoffnungsloser Fall. Hört auf damit, das reicht, Kinder. Husch, husch ins Körbchen. Ich möchte mit Petri allein sprechen. Petri, wo ist denn das Problem? Du kannst ein guter Flieger sein, wenn du dir Mühe gibst. Ich hab dich beobachtet. Warum kannst du nicht mit deinen Brüdern und Schwestern fliegen? Mir weiß auch nicht. Bevor du einmal Piep sagen kannst, ist der Tag der Flieger da. Und alle verlassen sich darauf, dass du es bis dahin schaffst. Wirst du es schaffen, Petri? Mir versucht sein Bestes, einverstanden? Ich weiß, das wirst du. Ja, so wie immer. Gute Nacht, Petri. Nacht, Mami. Sie glauben, ich mache alles niemals nicht richtig.
Manchmal wünsche ich mich, ich hätte eine andere Familie.